Gab es in Ihrem Umfeld auch darüber hinaus eine gesellschaftliche Diskussion? Also was macht sowas überhaupt mit unserer Gesellschaft? Was für Konsequenzen müssen wir jetzt auch langfristig daraus ziehen? Also Also in dem Umfeld, in dem ich mich bewegt habe, selbstverständlich, dort war es üblich, dass man sich gegen Atomkraft engagierte, auch demonstrierte. Wir haben auch vorher schon gegen die Nachrüstung demonstriert, also gegen die atomaren Raketen, SS-20, Pershing 2. Da war es eigentlich schon nochmal ein sehr gutes Argument, natürlich, so zynisch das klingt, dass man sagen konnte, wir haben das gewusst, wir haben das gesagt, Radioaktivität ist nicht harmlos, sie ist gefährlich. Und Tschernobyl hat das ja schon sehr stark befördert, diese Anti-Atomkraft-Bewegung. Und das ist, wenn man das Ganze sieht, wenn man überhaupt was Gutes drin erkennen will, vielleicht das einzig Gute, was man da drin sehen kann. Und dass auch Leute sich mit Radioaktivität und solchen Themen beschäftigt haben, die das vorher nicht getan haben. Es gab natürlich, also ich weiß es halt gerade in Richtung meiner Familie, die dann schon eher traditionell war, schon eher die Haltung, naja, man sieht doch nichts, man hört ja nichts. Also so, es ist nicht so schlimm und man soll das alles nicht so übertreiben, aber die Angst insgesamt ist schon deutlich spürbar gewesen, auch in der ganz normalen Bevölkerung.